Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Morgen stirbt nie. Das erste James Bond Spiel auf der PlayStation 1, was ich euch präsentiere. Und ja, es sieht so aus, als wäre es höchstwahrscheinlich jetzt schon die letzte Aufnahmesession, die bevorsteht. Denn ja, uns fehlen nur noch 3 Level. Wir haben in den ersten 4 Folgen 7 Level hier absolviert. Und hier werden nur noch 3 angezeigt. Also entweder kommt danach noch was ich sehr begrüßen würde, oder es ist nach den 3 Leveln tatsächlich vorbei. Und ja, wir wissen ja, dass die nicht besonders lang sind, die Level. Deswegen gucken wir einfach mal. Ich habe trotzdem Bock. Und wir schauen jetzt mal ins 8. Level rein. Den CMGN-Turm in Saigon. Also wir wechseln mal wieder das Land. Oder nee, waren wir letztes Mal auch schon unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau sind. Waren. Auf jeden Fall erhalten wir Instruktionen. Geheimdienstfotos zeigen, dass wirklich ein nuklearer Sprengkopf von der Devonshire verschwunden ist. Wahrscheinlich hat Carver ihn. Unsere Untersuchung des Wracks hat ergeben, dass ein weiteres Schiff beteiligt war. Ein Schiff, das für unser Radar unsichtbar war. Ihre Aufgabe ist, finden Sie Beweise über dieses Tarnboot, damit wir seine Lage ausfindig machen können. Ein Helikopter bringt Sie auf das Dach des Carver-Medienturms in Saigon. Suchen Sie einen Datenspeicherraum in den oberen Stockwerken. Okay. Nee, ich glaube, uns hat es letztes Mal auch schon nach China oder so verschlagen. Ne? War da nicht irgendwas? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ja, jedenfalls sollen wir den Turm in Beschlag nehmen, der anscheinend Carver gehört, von Carver Medien. Und ja, ich bin gespannt, was uns auch waffentechnisch wieder zur Verfügung steht. Ob wir, ich glaube, eine Schleichmission haben wir gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt wieder direkt alles da und können losballern. Das wäre mir jedenfalls sehr, sehr recht. Schauen wir mal. Achso, ich habe den Controller noch gar nicht eingestellt, um den Stick zu benutzen. Cover-Medien zu drücken. Fahrstuhl aktivieren, okay. Sind da Menschen? Okay, das ist ja mal nett. Wow. Oh, die Musik leckt gerade ein bisschen, aber da kann ich gerade nicht viel für tun. So, mal kurz gucken, wie ging denn das hier noch? Da war anvisieren, ich... Ah, ja, links... Das ist halt nicht nach oben lenken. Okay, das muss ich echt mit Anvisieren machen, ne? Okay, komm her. Na, komm her. Das ist dann ein bisschen Figelinsch. Ich bin echt gestorben, ne? Das ist echt nervig. Ne, das lassen wir. Dass ich gestorben bin, ist natürlich jetzt echt ärgerlich gerade, aber gut. Okay, wir haben eine Panzerung, das ist schon mal... Wow, halalalo! Alter Schwede! Das gibt's doch nicht, ich bin tot. Okay, ich habe nichts gesagt. Vielleicht ist das Let's Play doch noch nicht so schnell vorbei. Huh, ja. Okay. Ich wäre jetzt sowieso ein bisschen traurig gewesen, wenn ich das jetzt hätte nochmal, also wenn ich jetzt weitergekommen wäre, weil ich jetzt das Leben vergeudet habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht noch brauchen. Okay, ich sollte mich nicht mit dem Typ da oben auf dem Dach aufhalten, weil ich glaube, der ist einfach nur nervig. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Natürlich weiter. Speichern werde ich auf keinen Fall. Okay. Also das Ganze nochmal. Ich könnte natürlich mal gleich mal mich umschauen, ob hinter mir irgendwas war. Also quasi in die andere Richtung laufen, weil da waren jetzt 3 mit MG bewaffnete Soldaten. Das war jetzt gar nicht mal so doof. Gar nicht mal so gut. Vielleicht sind wir auf der anderen Seite besser bedient. Gucken wir mal. Auf jeden Fall sollte ich die beiden hinter mir gleich töten. Vielleicht habe ich auch von Anfang an ein MG. Muss ich gleich mal schauen. So. Ja, ist okay. Okay, mal eben kurz gucken. Nee, aktuell habe ich nur die. Okay. Ich muss mal... Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich will da mal gucken, ob ich da noch... Ich habe nur die Medikits. Okay, alles klar.
Den da oben lassen wir mal eben ganz schnell da oben stehen. Okay, der ist weg. Ganz toll. Musste nachladen. Okay, so geht's, glaube ich, ganz gut. Mist. Er ist tot, okay. Puh, ja. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Jetzt nehmen wir die. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Munition eingesammelt. Wow, wow, wow. Also ganz ehrlich, das ist nicht einfach jetzt hier. Okay, den haben wir auch. So, da liegt noch was, glaube ich, dahinter. Nochmal eine schwere Panzerung, sehr gut. Puh. Also jetzt muss man sich doch ein bisschen mehr konzentrieren hier. Hätte ich gar nicht gedacht, dass doch sowas kommt. Okay. Munition erhalten. Am liebsten hätte ich ja noch ein Medipack oder so, ne? So, jetzt sind wir hier oben auf dem Turm. Ich sehe hier aber tatsächlich gar nicht groß was. Oh, gehen wir einfach mal wieder runter. Vielleicht ist es dadurch, dass ich jetzt hier oben war, der... Ach nee, ich kann hier wieder runtergehen. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ja, ja, klar. Da kann ich wieder runtergehen. Ich dachte jetzt wäre irgendwie aus irgendeinem Grund der Lift aktiviert. Boah, in welche Richtung gehe ich jetzt, ne? Ich gehe erstmal hier lang gucken. Ist das der Schlüssel benötigt? Okay. Dann weiß ich schon mal, wo ich gleich hin muss. Oh, ich bräuchte unbedingt noch ein bisschen Energie. Puh. Okay, den haben wir. Mal eben kurz nachladen. Ja, ist das besser. Ich bräuchte ein Medipack, verdammt. Das ist gar nicht so einfach jetzt hier, ne? Mag man vielleicht gar nicht glauben. Schieß! Habe ich ihn? Ich habe ihn. Gut, die Panzerung hilft uns natürlich auch ein bisschen. Das ist klar. Da liegt. Oh, da, oh, ein großes Medipack. Geil. Und ein Schlüssel. Sehr gut. Das sind wieder zwei Einzel. Eins nehme ich mal. Okay. Eins behalte ich. Wobei, ich könnte es theoretisch direkt nehmen, aber ich warte mal. Es könnte auch sein, dass jetzt hier neue Gegner spawnen, ne? Wer weiß das schon? Hier vielleicht. Ne? Aber dieses seitliche Laufen habe ich bisher auch viel zu selten genutzt. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, das zu machen. Mit Kreis öffnen. Okay, sehr gut. Fahrschulcode entschlüsseln. Brauche ich da... Warte mal. Hier... Ne, kann ich nicht umschalten. Oder habe ich hier noch einen Decoder? Ne. Dann habe ich das wohl gemacht, ne? Wahrscheinlich ist der Fahrstuhl jetzt... aktiviert. Ich hoffe es. Ob ich jetzt einfach so zurückkomme, ich glaube es noch nicht so ganz. Bin vorsichtig. Okay. Hier in die Ecke gucken, ist da noch was versteckt? Nee. Probieren wir es mal. Okay, wir kommen rein. Ja, immerhin. Das ist ja schon mal was. Ersten Bereich geschafft. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt schon um einiges schwieriger wird. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh, 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 da waren Pflanzen. Da steht schon einer. Okay, den haben wir. Munition einsacken. Wenn mich hier wo einer von hinten überrascht, ist echt scheiße. Der war nah dran, mich zu überraschen. Patronengürtel erhalten. Jetzt ist die Frage, welche Richtung... Eine Karte habe ich hier nicht in dem Sinne. Oh Mann, wo gehe ich denn lang? Ah, scheiße! Hallo, ich schieß! Fuck. Ja, das war ganz schlecht. Mist. Das war nicht gut. Da lädt einer Munition nach. Ich schieße! Meine Fresse. Ich brauche unbedingt Medizin.
Hier ist nix. Kann ich hier irgendwas machen? Oh! Ja, ganz toll. Ganz toll. Das war jetzt Kacke. Boah. Ja, wieder Leben verloren, ne? Na, vielleicht finde ich hier noch ein Leben. Das kann durchaus passieren. Da scheint nichts zu sein. Da ist ein Leben. Ja gut, immerhin. Immerhin. Lad nach. Okay, den haben wir auch. Boah, das ist... Ich bin schon angespannt, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Ohne Scheiß. Da ist einer hinter den Bäumen. Andere Büsche, Mann. Oh. Okay. Die nehmen wir direkt beide, die Medipacks. Direkt nachladen, sehr gut. Meine Fresse. Okay, hier sind Sachen. Was für Munition habe ich hier erhalten, ist die Frage. Mal kurz gucken. Ja, schon für die, ne? Kann ich hier noch was machen? Mal kurz gucken. Vielleicht ist hier wieder ein verstecktes Regal, was mich ja wohl freuen würde. Ah, die Mission ist echt nicht ohne. Ganz ehrlich, da muss ich schon sagen, Hut ab. Ist das der Anfangsbereich? Ja. Jetzt bin ich einmal komplett rum. Und nö? Muss ich wieder zurück? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Tatsächlich. Waffenkisten zerstören ist mein Ziel. Puh. Okay. Hier scheine ich erstmal sicher zu sein. Uah, von wegen. Ich hab's über... Wo kam die denn auf einmal her, verdammte Kacke? Oh, das war jetzt gerade richtig mies. Das war mies. Ja, oh, nee, nicht schon wieder. Jetzt werde ich wieder eingesperrt. Ah. Mr. Bond, Miss Lin, willkommen in Saigon. Es ist immer schön, Sie zu treffen, Elliot. Dieses Zentrum sollte erst morgen eröffnet werden, aber Sie kommen gerade recht, um mir bei der Eröffnungsgeschichte zu helfen. Mit Ihren Nachrufen. Ich brauche unbedingt Medizin. Ich kann hier jetzt noch so lange rumhampeln. Ja, nämlich die. Ja, das ist aber nicht viel. Das wird nix. Ich brauche Medizin, Leute. Ich brauche Medizin. Ja, ich habe noch ein Leben, das ist schon richtig. Aber, boah. Kann ich hier direkt weiter? Könnte ich lang, ja. Ich weiß nicht, was jetzt sinnvoll ist. Ja, da ist ein Medipack gewesen. Scheiße! Arschloch. Mist! Nee, ist kein Medipack. Okay. Ja, was ist denn jetzt? Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder nicht?
Okay, warte mal, dann nehme ich doch mal eben die andere Knarre hier. Um die Waffenkiste zu zerstören. Die soll ich. Das ist ja meine Mission, die Waffenkisten zu zerstören. Und vielleicht muss ich die anvisieren, das geht's nicht. Oder klappt das mit der Knarre nicht? Kann auch sein, warte mal, dann nehme ich. Muss ich das doch mit. Okay. Hallo? Danke. Oh Gott. Alter Schwede, hier ist aber was los. Puh. Oh, ich habe ja Medipacks, sehe ich gerade, 4 Stück. Aber es ist auch mein letztes Leben. Da ist eine Diskette. Ich sammle die mal ein, ne? Datenträger erhalten. Aus dem Gebäude entkommen, das ist toll. Ah, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich doch in die andere Richtung, okay. Was ist denn hier noch? Okay, die habe ich beide erledigt, immerhin. Jetzt bin ich in irgendeinem Raum mit Sofa. Kann ich das... Na, anscheinend nur ein Bildschirm. Aber hier ist gar nichts. Scheiße. Okay. Ja, da muss ich wohl doch wieder ganz zurück, ne? Scheiße. Ah, da kommen bestimmt neue Gegner. So einfach wird's jetzt nicht. Also, schön auf der Hut sein, Alex. Ah, ich weiß halt nicht, ob ich das speichern soll. Ich habe kein Leben mehr, ne? Das ist schon... Also grundsätzlich müsste das Spiel ja so strukturiert sein, dass man das alles mit einem Leben schaffen kann. Aber traue ich mir das zu. Ach so. Einfach abhauen. Ah, ich bin ja hier. Ich darf nicht. Wie? Geht nicht. Ah, muss ich den Datenträger auswählen? Warte mal. Nö. Das ist nicht der Ausgang. Scheiße. Okay. Na gut, zumindest. Oder kann ich hier was machen? Nee. Hätte ich doch ganz am Ende dann auch irgendwo lang gekonnt. Sieht fast so aus, ne? Na gut, dann schauen wir nochmal. Also eben war ja alles frei. Das dürfte jetzt auch nicht wieder bestückt sein mit Gegnern. Also, ganz ehrlich, der Anspruch ist ordentlich gestiegen. Seit dem letzten Level. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir sind so bisher mal durchgerannt, war alles easy. Aber hier, holla die Waldfee, da ist schon jetzt ein bisschen mehr Taktik gefragt. Was soll das hier auf dem Boden darstellen? Ich kann das nicht so ganz erkennen. Oder ist hier vielleicht noch irgendwie ein Geheimgang drin gewesen? Oder ein Schalter? Kann ich irgendwie noch einen Schalter betätigen? Nee, kann ich nicht. Dann kann es ja nur da hinten in dem Bereich sein, wo das Sofa war. Und ich habe da irgendwie nichts gesehen. Ist hier noch irgendwie... Ist das vielleicht eine Tür? Vielleicht kann ich das doch kaputt schießen. Dann versuche ich es mal eben hier mit. Und ich gehe hinter das Sofa. Und kann mich ja notfalls ducken. Das ging ja irgendwie hier. Da ist ducken, okay. Tatsächlich? Okay. Wow. Ja. Das war definitiv anspruchsvoll. Ja, speichere ich das jetzt? Ja, schon, ne? Ach, muss ich wohl. Man, ich habe jetzt 2 Leben vergeudet, aber... Aber wir haben 4 Medipacks. 4 Stück ist echt nicht schlecht. Ich denke, wir speichern das. Ich bin mal ein bisschen... Ja doch, komm.
No risk, no fun. Wir überschreiben das. Es sind ja auch nur noch 2 Level, ne? Oh. Kriegen wir schon irgendwie hin. Bin sehr gespannt. So, der Marktplatz in Saigon. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Also zumindest Außenbereich könnte auch wieder schwierig werden, aber na, wir schauen mal. Bailin, wir brauchen Ihre Hilfe. Kawa hat die Militärpolizei von Saigon bestochen. Sie hat Order, Bond sofort zu vernichten, daher mussten wir ihn abziehen. Sie haben eine Kopie der Datenträger, die 007 in Kawas Turm gefunden hat. Bringen Sie sie zu Ihrem Hauptquartier und dekodieren Sie sie, um die Position von Kawas Tarnboot zu bestimmen. Das Militär hat Straßensperren mit 20 mm Waffen eingerichtet. Die suchen möglicherweise auch nach Ihnen. Seien Sie vorsichtig, bis Sie bessere Waffen gefunden haben. Okay, wir spielen jetzt also anscheinend Mai Ling. Und wir haben anscheinend scheiß Waffen. Also im vorletzten Level wechseln wir jetzt nochmal den Charakter. Interessant. Ja, ist die Frage, hat sie jetzt auch 0 Leben oder habe ich mit ihr vielleicht einen anderen Standard? Auf jeden Fall haben wir schlechte Waffen. Das hat sie ja gerade gesagt, weil wir sollen ja vorsichtig sein, bis wir bessere Waffen haben. Ganz toll. Das freut mich nicht so. Gucken wir mal. Könnte sich jetzt zu einem Fiasko entwickeln. Mal gucken. Hoffentlich habe ich mich nicht verspeichert. Oh nein. Geschütze ist ganz schlecht. Ich habe 2 Medipacks. Okay. Ja, komm, das Maschinengewehr geht doch. Erstmal hier hinten rum gucken. Also mal. Okay, das andere sind Zivilisten. Geile Mucke mal wieder. Vielleicht ist es ja gut, dass ich hinten rum. Ah, da ist das Geschütz. Okay, hab's verstanden. Okay. Ich möchte ganz schnell das Ding haben und wieder zurück. Bei dem MG-Geschütz müssen wir aufpassen. Okay. Hier kann ich echt nicht rein, ne? Schade. Ja, also von der Steuerung her lenkt sie sich natürlich genauso wie Bond. Aber wir haben halt überhaupt keine Panzerung und nichts, ne? Ich kann hier hinten rein. Oh! Das ist schon mal nicht ganz schlecht. Da muss ich wohl hin, ne? Naja. Ich frage, komme ich da einfach so hin? Puh. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Tür auf ist, sonst habe ich echt ein Problem. Rennen wir mal, ne? Alter Schwede! Ja, ich musste das Medipack. Was heißt, ich musste es jetzt nicht nehmen, aber ist schon sinnvoll. Jetzt gehe ich mal wieder hoch. Sorry, ich will dir nichts. Ich möchte nur die Waffe haben. Danke. Ich kann da nochmal eben. Achso, ich kann den. Achso, ich muss die Treppe auch wieder runtergehen, okay. Ja, was heißt Treppe? Das ist ja so ein bisschen hier mit, na, wie heißt es doch mal? Barrierebeschränkte Auffahrt hier. Also ein bisschen barrierenfreundliche Auffahrt, so. Oh Gott, hier ist bestimmt wieder das nächste Geschütz irgendwo. Hallo! Okay, so weit kommt das Geschütz zum Glück nicht. Die Mucke ist gerade richtig geil. Schön mysteriös gemacht, das Haupttheme. Kann ich hier rein? Ich darf auch nirgends rein. Also ich könnte da die Treppe hoch, ja. Okay, ja, ist ja gut. Ich komme da mal lieber nicht hin. Ja, dich will ich gar nicht erschießen. Ich muss ja diese komische Disk dekodieren. Da ist Panzerung. Das ist schon mal geil. Die nehme ich. Und ich nehme mal das letzte Medipack.
Da darf ich nicht rein. Da ist eine Geisel. Da ist nochmal eine Panzerung. Geil. Hallo. Könntest du mal sterben? Danke. Noch eine Panzerung. Okay, drei brauche ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Vielleicht gleich. Noch eine. Alter. Den haben wir auch. Jetzt läuft es gerade ganz okay. Da unten läuft natürlich noch einer rum. Puh. Okay. Ich habe Angst so ein bisschen, die Musik hört auf. Was auch immer das bedeutet. Okay, den haben wir auch erledigt. Ich bin ein wenig nervös. Man merkt es vielleicht. Hallo. Ich würde mir eine Panzerung holen, tatsächlich. Ich hole mir eine Panzerung. Das liegen ja noch zwei Stück. Das wäre ja doof, wenn ich das nicht tun würde, ne? Muss ich schon sagen. Gleich jetzt ändert sich die Musik gleich wahrscheinlich wieder. So. Wobei, es ist die gleiche Musik. Warum wechselt die überhaupt? Also die Panzerung nehme ich noch nicht. Ich nehme die, die einen weiter weg liegt. Also in Ruhe. Sehr genau. Die andere schonen wir noch. Die schonen wir hier noch auf. Der da unten kann mich mal. Okay. Und eventuell, also selbst wenn ich jetzt gleich angeschossen werde, dann laufe ich trotzdem wieder zurück. Ist mir egal. Auch wenn der Weg vielleicht ein bisschen lang und beschwerlich ist, aber das ist es mir wert, weil wir haben nicht mehr viel Energie. Okay. Ja, ja. Nimm die Arme runter. Warte mal, hast du da hinter dir was? Ist da vielleicht die Marke versteckt, das Extra-Leben? Nee. Aber ein Medipack. Danke. Gut, dass ich geguckt habe. Arschloch. Ach, jetzt brauche ich... Na komm, Leute. Tut mir leid, aber einmal noch. Ich weiß, normalerweise bringt die Panzerung vier Striche, aber... Ich glaube nicht, dass ich in diesem Level nochmal wieder zurücklaufen muss. Also es sieht nicht danach aus. Eher so, als müsste ich mich durch die Stadt kämpfen. Von daher nehme ich jetzt die Panzerung hier auf jeden Fall noch mit. So. Okay. Kriegen wir irgendwie hin, ne? Ja, kriegen wir hin. So. Die Missionen sind ja wirklich immer nicht sehr lang. Da habe ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt nichts allzu schlimm ist. So, gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts lang? Ich gehe erstmal bergauf. Ich glaube, hier ist eh dicht. Sieht so... Obwohl, ja, sieht so aus. Nee, ich komme hier rein! Endlich mal! Ist da auch was? Nee. Okay. Vielleicht ist das hier nur ein kleiner Bonusbereich. Ich weiß es natürlich nicht. Da ist das Leben. Okay. Muni. Ja, eine Panzerung brauche ich gerade nicht. Geil. Jetzt würde ich gern speichern. Aber wir wissen, dass hier noch eine Panzerung drin ist für den Notfall. Sehr gut. Ich versuche das Leben natürlich für die letzte Mission aufzuschonen, dass James noch was in petto hat. Wäre schon cool. Und hier? Da kann ich natürlich nicht rein. Kann ich da rein? Ne, aufgezeichnete Türen kann man nicht rein.
Ach du Scheiße! Willst du mich verarschen? Okay. Der hat einen Raketenwerfer! Fuck, ey.